Das ist Johannes Schlüter. Der gebürtige Göttinger arbeitet als Trump-Pilot für die US-Regierung. Sein Arbeitsplatz ist das sogenannte Cockpit. Schlüter steuert den Trump seit knapp 2 Jahren und muss regelmäßig Druck ablassen. Herr Schlüter, der Trump wirkt sehr rücksichtslos und cholerisch mit dem Wortschatz eines 10-Jährigen. Ja gut, das liegt vielleicht an Sören. An wem? Schlüters Sohn Sören verbringt viel Zeit im Cockpit, besonders seit er von der Schule geflogen ist. Schlüter hofft, dass Sören auch einmal Trump-Pilot wird und hat ihm schon viel beigebracht. So, Sören, dann leg mal den ersten Gang ein. Genau, und jetzt Kupplung langsam kommen lassen. Oh, schönen Gruß ans Getriebe. Halt die Fresse. Okay. Im Grunde genommen steuert sich der Trump ganz leicht. Es gibt nur 3 Richtungen: Backboard, Steuerboard und Waterboard. Am liebsten geht Sören mit dem Trump auf Kollisionskurs. Oh, da will einer Hände schütteln, warte mal. Shake. Jetzt wollte der doch nicht, oder was? Er ist bestimmt illegal eingereist, der Neger. Aber Sören? Sören ist oft auf Krawall gebürstet und testet seine Grenzen aus. Aber Schlüter weiß, das ist nur eine Phase. Vielleicht ist Sören auch hochbegabt und deshalb unterfordert. Aber wie ist es bei wichtigen Pressekonferenzen? Da könnte Sören stören, oder? Och nö, die Pressekonferenzen hält Sören ja selber, also... Hallo? Hallo? Aber das ist ein unverschämter Tyrann. Halt die Fresse, Lügenpresse! Manchmal haben Sörens Wutausbrüche weitreichende Folgen. Aber Sören, du kannst doch nicht den ganzen Tag Wrestling-Magazine lesen, das bildet doch überhaupt nicht. Bildet wohl! Build that wall! Sören ist Experte für asoziale Medien. Na Sören, twitterst du wieder was Schönes? Halt die Fresse, ich will ein Eis. Nein, du hattest schon 2 oder 4. Ich drück den Atomknopf. Ach, Menno, na gut. Johannes und Sören Schlüter. Hey. Make America great again. Vater und Sohn schreiben Geschichte.